Hallo meine Freunde der Demokratie. Ja, ich mache mal ein kurzes Statement hier. Die Sonne geht unter, ja. Ich erlebe hier den Sonnenaufgang, weil ich da schon wach bin und dann mitten Sonnenaufgang jogge. Mega. Und jetzt geht die Sonne schlafen und ihr kriegt noch von mir eine Message. Ja, ich bin bald zurück. Dann unterstütze ich in Brandenburg die Landtagswahlen Frau Wertz. Ja, dass man uns wählt als Alternative für Menschen, die keinen Bock mehr haben auf die CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke, ja, die ja nachweislich, man sagt ja immer, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Für mich sind die ganzen Altparteien gesichert rechtsextrem, nicht aber gesichert demokratie- und verfassungsfeindlich. Was die angerichtet haben, hat nichts mit Demokratie zu tun. Ja, die sollen uns dienen und sollen das Beste zum Wohl des deutschen Volkes umsetzen. Das haben sie definitiv nicht gemacht. Die sind die Könige der Krisen. Daher sind die für mich gesichert demokratie- und verfassungsfeindlich. Und Thüringen und Sachsen, habt ihr gesehen, was sie machen? Die kommen nicht dem Bürgerwunsch nach. Nämlich, der war ganz deutlich zu erkennen. In Sachsen hat die CDU und die AfD fast 65% und in Thüringen fast 55%. Beide Parteien. Die Bürger in Thüringen und Sachsen haben sich gewünscht, CDU und AfD. Aber denen ist das scheißegal. Also diese Verliererparteien sagen, nein, die AfD ist angeblich gesichert rechtsextremistisch. Da kann man mit diesen Leuten nicht regieren. Dann gehen die ganzen Verlierer, die ganzen Loser, die Deutschland einen unfassbaren Schaden angerichtet haben, erklären jetzt, ja, ich stehe auf dem Podest, bin Weltmeister, bin Olympiasieger, das ist der Erste und der Zweite, der Zweite und der Dritte, und die sagen jetzt, du, geh mal weg da, wir wollen nach oben stehen. Geht nicht. Also der klare Sieger hat zu bestimmen, und wenn der andere dicht auch am Sieger dran ist, dann sage ich, okay, wir gehen zusammen. Ja, das ist der Wunsch des Volkes, der Wunsch der Bürger in Thüringen und Sachsen. Und das wurde ja, nicht jetzt umgesetzt. Die setzen also weiterhin ihre Parteipolitik um. Nicht die Politik des Bürgers, die Politik des Volkes, sondern hier geht es nur um Parteiinteressen. Und das muss aufhören. Ich hoffe, ihr in Brandenburg habt es verstanden. Also ganz klar, entweder wählt ihr die AfD oder ganz klar uns von der Werteunion. Ja, weil wir die Einzigen sind von diesen ganzen Versagerparteien, die sagen, wir würden natürlich mit einer demokratisch gewählten Partei, mit der AfD, koalieren. Völlig logisch, wir kennen keine Brandmauern, das ist antidemokratisch. Also denkt daran, es gibt nur zwei Parteien in Brandenburg, die ihr wählen könnt. Für eine Politikwende, das ist AfD und Werteunion. Die anderen stehen für Stillstand, Rückstand, aber nicht für die Zukunft von Deutschland. Euer Michael Kur von der Werteunion. Denkt daran, unser Motto ist ganz klar, Deutschland immer zuerst. Erst die deutschen Interessen und dann können wir woanders helfen. Peace.